Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spell Wars: The Order of Dawn. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt nicht mehr jedes Mal erwähnen. Ich glaube, ihr seht das sowieso, dass es The Order of Dawn ist. Genau. Wir sind hier immer noch auf Leonon und müssen hier noch einige Quests erledigen. Das ist unsere erste RPG-Map, die zweite Map, gleich eine RPG-Map, denn hier gibt es keine. Hier ist der Fischer, genau, der Fischräuber, den töten wir. Denn hier gibt es kein Monument für Einheiten, also kein Rassenmonument, sondern nur ein Heldenmonument. Und das ist quasi dann für mich eine RPG-Map. Hier ist wieder ein named Gegner, der Fischräuber. Hat allerdings nur einen Sack mit Fischen dabei, sonst gar nichts. Sofort. So. Hier hinten können wir auch gucken. Da ist allerdings eine verschlossene Truhe. Schauen wir mal, ob wir die öffnen können oder ob wir die nicht öffnen können. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hier können wir auf jeden Fall eine Truhe öffnen. Hier ist noch ein Häuschen, da können wir auch noch hingucken. Welches Leben haben die, Level haben die Gegner? Level 4, das sollte ich eigentlich schon... Bereit. Schon... Die Schwertruhe scheint auf meinem magischen Weg mit Bändern versiegelt worden zu sein. Rostiges Schloss befindet sich an der Vorderseite. Den kleinen rostigen Schlüssel verwenden. Als der kleine rostige Schlüssel das Schloss aufsieht, springen die Bänder von der Truhe ab. Sie kann geöffnet werden. Augengläser eines Zwergs. Instrument eines Zahnbrechers. Lianoner Fruchtbrand. Hier. Ja, wir haben jetzt jede Menge Questzeug bekommen. Schauen wir mal, ob wir das hier auch aufmachen können. Ich dachte, man kommt hier bei der ersten Besuch der Karte nämlich schon da hinten hin. Aber ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Ein roter Steinschlüssel könnte es öffnen. Nein, also tatsächlich, dein Schlüssel, den wir hier gefunden haben in der roten Truhe, war für diese Truhe gedacht. Okay, jetzt schauen wir nochmal zu Drog Dallinger. Folgt mir. Was der noch zu sagen hat. Hier gibt es schon ziemlich viele Quests. Der Brückenwächter. Wohin denn? Der hilft uns nicht. Mir nach. Und hier sind wieder Goblins nachgespawnt. Die können wir uns dann auch holen. Aber Level 5, glaube ich, ist nicht mehr möglich auf dieser Karte. So, was hast du denn zu sagen? Vorsicht! Geht nicht zu nah an die Mine heran! Wohin führt dieser Weg? Wohin führt dieser Weg? Nach Schiel, ins Land des Hauses Utran. Die Torfeste ist allerdings verschlossen. Warum? In Schiel herrscht Krieg. Brannigans Horden haben das Land fast komplett überrannt. Sie haben bereits das Portal in Schiel besetzt. Die utranischen Wachen lassen niemanden mehr durch, solange das Portal auf der anderen Seite nicht sicher ist. Welche Mine? Was ist dort? Welche Mine? Was ist dort? Ein Schemen ist aus den alten Schächten aufgestiegen und streift seitdem dort umher. Einige haben schon versucht, ihn zu vertreiben. Ohne Erfolg? Ja, sie gingen alle in den Tod, starben unter der rostigen Klinge des Geistes. Er tötet alles, was in seine Nähe kommt. Verstehe. Nun, vielleicht kann ich euch helfen. Leutnant Fell verlangt das Schwert der Erscheinung als Beweis dafür, dass die Gefahr gebannt wurde. Solltet ihr den Geist bezwingen können, bringt es zu mir. Glaubt ihr, ich kann den Geist bezwingen? Glaubt ihr, ich kann den Geist bezwingen? Wenn ich euch so ansehe, vielleicht seid ihr noch ein wenig zu unerfahren für eine solche Begegnung. Das würde ein schlimmes Ende nehmen. Genau, also er denkt, wir sind nicht stark genug. Natürlich werden wir den Geist schaffen, der ist nur Stufe 5. Auf mein Zeichen. Das ist eine sehr lustige Quest, muss ich sagen. Ich liebe diese Quest und schauen wir einfach mal an, was so passiert. Folgt mir. Für die Freiheit. Das ist ein Hinterhalt. Zu Befehl. Vielleicht hat er noch ein wenig zu unerfahren. Ja, der ist schon... Vorsicht, Gegner! Wow. Ja, der hätte uns fast beide gekillt, ja, ne? Vorwärts. Folgt so, mir. Ring eines Kriegers, altes Schwert und ein Zauber. Vorwärts. So. Ach genau, ein Thema wollte ich noch ansprechen. Das wollte ich eigentlich im letzten Part noch ansprechen. Das habe ich allerdings vergessen. Und zwar folgendes. Ich wurde gefragt im letzten Video, was eine sehr, sehr gute Frage ist, die Häufigkeit, wie dieses Let's Play erscheint. Ich habe bisher immer so die Regel gehabt, ich habe drei Let's Plays gleichzeitig am Laufen. Und zurzeit ist es Spellforce, Pixel Heroes und immer ein Let's Play mit Ego. Und zwar ist es Super Mario 64 Multiplayer. Genau, das sind die drei Projekte. Und die tue ich mal abwechseln. Das heißt, jeden dritten Tag würde Spellforce kommen. Allerdings
nervt mich das denn? Ich will dieses Spiel spielen und es ist ein langes Spiel, weil ich Reach of the Winter und Shadow of the Phoenix auch mache. Deswegen habe ich festgelegt, ich werde jeden zweiten Tag Spellforce hochladen. Eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht mehr, wer die Frage gestellt hat. Ich habe mir nur die Themen aufgeschrieben. Genau. Und das ist eine sehr gute Frage, denn ich werde natürlich viel von diesen Videos hochladen wollen. So. Ihr seid es. Was wollt ihr? Ist dieser Steckbrief von euch? Ist dieser Steckbrief von euch? Allerdings, das ist er. Habt ihr diesen Halunken etwa erledigt? Ihr erstaunt mich immer mehr, Runenkrieger. Hier, eure Belohnung. Ein Strauchdieb weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. Genau. Ich muss Eloni erreichen, Leutnant Fell. Ich muss Eloni erreichen, Leutnant Fell. Ich würde euch nicht hindern, doch der Pfad dorthin wird von Goblin-Horden kontrolliert. Wir mussten die Torfeste nach Eloni aufgeben und haben sie verschlossen. Gibt es einen Weg, sie wieder zu öffnen? Dazu müsste ich einige meiner Leute mit euch zum Portal schicken. Nur sie können das Tor entriegeln. Aber solange Snarf und seine Bande die Gegend hier unsicher machen, kann ich keinen einzigen Mann entbehren. Kann ich euch bei diesem Problem helfen? Nur zu! Bringt diesen Bastard zur Strecke! Snarf ist ein großer, hässlicher Goblin. Sein Lager liegt ein Stück westlich von hier. Geht an den drei Wachen vorbei und haltet euch dann rechts. Aber vielleicht solltet ihr euch zuerst Verstärkung an dem Monument hier hinter mir herbeirufen, Krieger. Snarf ist gefährlich. Wenn ihr ihn besiegt habt, bringt mir seinen rostigen Dolch als Beweis. Gut, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde erstmal hierher gehen und die drei Goblins mit meinem Hauptchar killen. Und währenddessen wird Krieger Kord sich um die zwei hier kümmern. Denn ich möchte hier noch ein paar Erfahrungspunkte holen. Und dann, wenn die Goblins noch einmal alle ausgelöscht wurden, dann werde ich die Hauptquest mit Leutnant Fell beschleunigen. Weil sonst kommen die ganzen Wachen hier, töten mir die weg und das ist weniger Erfahrungspunkte. Und nee, ich bin da immer so schlimm. Wow, ganz schön viele mittlerweile. So, die wir sind eh alle One-Hit. 33 schon. 33 Schaden, das ist ziemlich krass. Haltet durch, Männer! So, der hat die zwei Verstanden. Auch solo gepackt. Wunderbar. Die Verstanden. Zwei dürfte auch noch solo packen. Ja, das macht halt gar keinen Schaden. Der ist so nutzlos, der weg. Ah gut, er kriegt zwar mindestens zwei Goblins alleine tot. Das ist schon mal nicht schlecht. So, und jetzt werde ich in der Zwischenzeit hier mit dem die Gebäude abreißen und mit meinem Held werde ich mich dann um die kümmern. Dann werde ich den Questbay abgeben und dann können wir, dann wird das Haus automatisch eingerissen, soweit ich weiß. Und dann wird das ja aufgesperrt und wir können theoretisch nach Eloni. Wir sind hier allerdings noch nicht ganz fertig. Wir haben hier natürlich noch ein paar Quests zu erledigen. Runenkrieger, zu mir! Genau, der reißt erstmal das Haus ein. Standhalten, Männer. Ihr seht schon, der Avatar ist ziemlich stark. Im Vergleich zu den anderen. Also, der Avatar ist wirklich verdammt stark. Avatar ist wirklich der stärkste im ganzen Spiel. Auch von den Gegnern her. Der Avatar ist einfach hardcore. Stehe bereit. Das ist halt eine One-Army-Sau. So. Dann gehen wir mal erstmal zu Türgerbrennen. Dem können wir nämlich sagen: Willkommen zurück. Hallo, hier ist ein großer Sack Fische für euch. Beinahe fangfrisch. Hier, ein großer Sack Fische für euch. Danke. Kann ich euch um einen weiteren Gefallen bitten? Könntet ihr den Sack zu Sunder ins Dorf bringen mit meinen besten Grüßen? Ich kann hier leider nicht weg. Schätze, es dürfte sich für euch lohnen. Okay. Und nehmt das als Dank von mir. Hier. Es müsste euch von Nutzen sein. Gut, sehr schön. So, dann haben wir ja hier jetzt jede Menge Quests. Also einmal der Weg nach Eloni. Wir können den Dolch schon dahin bringen, theoretisch. Die Rune ruft sie an. Und dann haben wir Zauberberg, magischer Federkiel. Ich glaube, haben wir den schon? Ne, den haben wir noch nicht. Zwergendienste, Schnaps, den haben wir noch nicht. Die können wir zurück zu Seno bringen. Das können wir zu Sunder bringen. Und
bringt das Schwert des Geists zu Brock. Gehen wir jetzt schnell auf den Goblin, sonst lässt sich der nämlich töten. Wo ist denn Brock? Wer war denn Brock hier? Das war der hier, ne? Nein, Brock. Wo ist Brock? Ach, das ist er hier, ne? Machen wir erstmal... Geben wir erstmal die Fische zu Sunder Schwarzhand. Ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn. Zu eurem das Licht! Genau. Wobei in der Zwischenzeit kann ich eigentlich sagen... Ihr seid es. Snuff wird euch nicht mehr belästigen. Hier ist sein Dolch. Snuff wird euch nicht mehr belästigen. Hier ist sein Dolch. Ihr versteht euer Handwerk, Runenkrieger. Damit habt ihr uns viel Sorgen erspart. Nehmt dies als Entlohnung. Werdet ihr nun die Torfeste öffnen lassen? Ich gebe zu, ihr habt bewiesen, dass ihr etwas taugt. Ich gebe euch einige Männer mit. Wartet hier. Ich werde sie antreten lassen. Und noch etwas. Die Männer werden auf direkten Wege zur Torfeste marschieren. Gebt ihnen Geleitschutz und achtet darauf, dass sie lebend dort oben ankommen. Sie werden dann das Tor für euch öffnen. Solltet ihr scheitern, kehrt umgehend zu mir zurück. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Genau, die können das jetzt nämlich alle machen. Denn hier ist ja kein einziger Goblin am Leben. Und das können die dann schön nebenbei machen. In der Zwischenzeit werde ich mit ihm das letzte Gebäude hier einreißen. So, und jetzt gehe ich zu Sunder Schwarzhand und gebe in die Fische von Türger Brennan. Der hat ja vorher mit uns nicht so wirklich gesprochen. Der war ja so, Ja, ich bringe euch den Fisch von Türger. Ich bringe euch den Fisch von Türger. Gut. Gut, dann gehabt euch wohl. Wartet. Hätte nicht gedacht, dass ein Runenkrieger sich dazu herablässt, einem einfachen Kerl wie mir zu helfen. Ihr scheint in Ordnung. Kommt, ich habe etwas für euch. Na, das ist aber nett. Was haben wir denn bekommen? Das möchte ich erstmal nachgucken, bevor ich nochmal mit ihm rede. Knochenschild, jawohl. Der bringt mir gar nichts. Nope. Stufe 10. Ja, die werden locker die fertig mit den Goblins, also kein Problem. Du gehst bitte dahin. Und jetzt reden wir nochmal mit ihnen, denn wir haben bei dem Geist, den wir getötet haben, auch eine seltsame Axt gefunden. Hm? Habt ihr schon mal solch eine Axt gesehen? Habt ihr schon einmal eine solche Axt gesehen? Zwergenarbeit. War mal ein schönes Stück. Ziemlich verkommen. Ich tausche sie euch gegen eine Waffe aus meinem Sortiment, wenn ihr wollt. Natürlich, gerne. Gerne, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Gerne. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sucht euch etwas aus. Feuerstahl, Säbel, Axt, Großhammer oder Schild. Ich glaube, der Säbel ist nicht schlecht. Ja, der ist nicht schlecht. Kleine Klingenwaffen 3, schauen wir mal. Das muss ich Stufe 5 erreichen. Ah, Stufe 5 wird ein wichtiges Level für mich. Die werden doch mit den paar Goblins... Ja, die werden schon fertig mit den Goblins. Ja, keine Probleme. So, jetzt reden wir mit ihm, weil wir haben ja den Geist bezwungen. Hin und her und hin und her und hin und her. Grüße. Hallo. Der Geist ist besiegt. Der Geist ist besiegt. Habt ihr das Schwert? Hier ist es. Danke. Ihr habt einem Soldaten einen großen Dienst erwiesen. Hier, bitte, nehmt. Das ist alles, was ich euch geben kann. Kennt ihr diesen Ringsoldat? Kennt ihr diesen Ringsoldat? Er sieht alt aus. Woher habt ihr ihn? Er blieb zurück, als ich den Geist erschlug. Seltsame Zeichen darauf. Geht am besten zu Orta Gelbbart, dem Händler. Er sammelt allerlei kurioses Zeug. Vielleicht kennt er sich damit aus. Seine Hütte befindet sich westlich der Stadt, am Weg nach Elonie. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen, das weiß ich. Mit dem sprechen wir gleich. Das hier ist auch besiegt. Das hier wird gleich offen sein. Und ich denke, wir können die Gruppe dann wieder vereinen und bei dir hergehen. Schnell!
So, in der Zwischenzeit möchte ich etwas machen, solange wir auf dem Weg sind. Und zwar haben wir neue Sachen bekommen. Und zwar haben wir hier Menschenarbeiter Stufe 1. Die ersetzt man einfach durch die Stufe 2. Genau. Das war eigentlich fast schon alles. Wir haben noch ein paar Gebäude bekommen, genau. Wir haben einmal den Kleriker bekommen, einmal den Scharfschützen bekommen. Dadurch werde ich gleich anfangen, hier meine Einheiten neu zu sortieren. Ah, ihr seid es. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Und denkt daran, einen Blick auf unser Angebot zu werfen. Ja, Brock meint, ihr kennt diesen Ring. Brock meinte, ihr kennt diesen Ring? Na, wenn das nicht. Also das soll mich doch... Utwins Siegel. Bei den Wächtern. Woher habt ihr ihn? Sprecht? Von der Mine im Osten. Dort ging der Geist eines alten Kriegers um. Er verlor den Ring, als ich ihn erschlug. Ihr Götter. Das war einer von Utwins Gefolgsleuten. Utwin war ein Gelehrter. Einst zog er mit seinen Adepten hinab in die Erde, in die tiefen Schlünde des Bargagor. Sie hofften, das Reich der Dämonen zu ergründen. Keiner von ihnen ist je zurückgekehrt. Nun haben ihre Geister wohl den Weg aus den Abgründen gefunden. Das verheißt nichts Gutes. Ich werde euch diesen Ring gegen etwas eintauschen, was euch mehr nützt. Und haltet die Augen offen. Vielleicht suchen uns noch mehr Geister heim. Was hat es denn mit Utwin auf sich? Er war ein weiser Mann, jedoch rastlos und getrieben. Er glaubte, dass in den Reichen der Dämonen uraltes Wissen verborgen läge. Wissen über die Entstehung der Welt. Damals, das war noch zur Zeit des großen Imperiums, lebte er in Talindar, der weißen Stadt unter dem See. Er muss ungeheuer reich gewesen sein und sehr mächtig. Sein Markenzeichen war der silbergewogene Ring der Kraft, den er trug. Viele haben diesen Ring begehrt, aber am Ende hat Utwin ihn mit in sein finsteres Grab genommen. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an und wir haben hier den Geist des Schreibers. Ein weiterer böser Gegner, den wir bezwingen müssen, der nicht wenig stark ist, also der hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Und wir schauen uns mal an, ob wir den auch schon besiegen können. Genau, hier wollte ich eine neue Sortierung machen, denn die Speer sind schlechter als die Scharfschützen, soweit ich weiß. Genau, wir brauchen hierfür einen Schießstand und wir brauchen mehr Ressourcen. Das heißt, die sind schon mal besser. Und hier am Schluss haben wir sogar noch eine Heilereinheit. Wir bekommen noch sicher Nahkämpfereinheiten, die kommen dann hier noch dazu. Dann habe ich Nahkämpfereinheiten, Fernkampfeinheiten und Magier- und Heilereinheiten, nämlich ganz hinten. Aber dazu werde ich später kommen. Ich werde jetzt die ganzen Gebäude auch hier mit reinziehen. Das muss euch jetzt alles nicht interessieren, was das für Gebäude sind. Das werde ich später noch ausgiebig erklären und warum ich das so komisch sortiere und so weiter. Genau, so machen wir das. So, dann schauen wir mal, ob wir es schaffen, den auch zu bezwingen. Der ist jetzt nämlich schon Level 10. Ich speichere vorher vorsichtshalber ab. Auf meinen Befehl. Fette durch, Männer! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen. Zu Befehl. Haltet durch. Ah, der hat dich mit draufgeschlagen. Verstanden. Das war Fail. Auf mein Kommando. Dürfte ich aber schaffen eigentlich. Ja, und die werden immer zurück teleportiert, dass man ja nicht irgendwie hier tricksen kann. Könnte auch sein, dass ich noch ein Level ab bräuchte ich eigentlich noch. Aber warum dauert das noch so lang? Ich wusste eigentlich, ich dachte mal, man ist ja schon Level 5. Ich war nicht lang genug auf der ersten Karte. Ich hätte ja viel mehr Erfahrungspunkte holen müssen. Aber gut, ist jetzt mal so gelaufen. Reden wir mal mit dem hier. Hier geht's nämlich nach Schiel. Hallo. Bleibt zurück. In Schiel wird gekämpft. Das Portal auf der anderen Seite ist in der Hand des Gegners. Ihr könnt nicht passieren. Es ist zu eurem eigenen Schutz. Ah, und da hat er auch recht. Die andere Seite sieht nämlich böse aus. Sofort. Sofort. So, jetzt warte ich kurz, bis meine Gruppe voll ist. Da werde ich natürlich wieder cheaten. Ihr kennt mich. Ich bin einfach schrecklich. Versuchen wir das Ganze nochmal.
Bereit. Und los. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Auf mein Kommando. Auf meinen Befehl. Durch, Männer. Für die Freiheit. Zu euren Diensten. Auf mein Kommando. Schnell. In die Schlacht. Sie sind überall. Für den Orden. Zu Befehl. Unverzüglich. Sehr schön. Ring des Schreibers, leuchtender Federkiel und Utwins Runenbuch. Gut, damit haben wir das auch und wir können hier den wieder nachfertigen. Wir schaffen es nicht ansatzweise Stufe 5 zu werden. Okay, das habe ich anders in Erinnerung. genau, Zauberwerk, wir haben den magischen Federkiel gefunden, das ist schon mal gut. Und wir können wieder zu Orta zurückgehen. Jawohl, so hatte ich das auch in Erinnerung. Die Rune befiehlt. Aber hier kommen wir immer noch nicht rein. Hier brauchen wir immer noch den roten Schlüssel. Wie kriege ich den Brückenwächter dazu, mir den roten Schlüssel zu geben? Die sind hier alle Low-Level vom Ding, ne? Habe ich hier vielleicht irgendwo eine Truhe übersehen? Klingzug. Ihr Ups. Seid es. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Und denkt daran, einen... Ja, ja. Ich habe einen weiteren Ring. Ich habe hier einen weiteren Ring. Alle Wetter. Tatsächlich. Dann ist es also wahr. Ein weiterer Geist ist erschienen. Ein Magier. Das muss einer von Utwins Schreibern oder Kartografen gewesen sein. Man berichtet, dass sich unter ihnen einige befanden, die der Zauberkunst mächtig waren. Hier, nehmt dies als Entlohnung. Meint ihr, es tauchen noch weitere dieser Geister auf? Es würde mich nicht wundern. Utwins Gefolge war groß. Krieger in prächtigen Panzern, Schreiber und Forscher, aber auch Späher aus den Dunhan-Wäldern. Nicht nur altes Wissen, auch Gegenstände und Waffen von unschätzbarem Wert verschwanden damals für immer mit ihnen in der Tiefe. Einer der Geister trug dieses Buch bei sich. Einer der Geister trug die... Ein Buch aus Utwins Zeit? Lasst mich sehen. Zum Seelenfluss damit. Ich hätte mir denken können, dass es eine alte Runenschrift ist. Ihr solltet dieses Buch Darius zeigen. Er studiert die alten Schriften und kennt vielleicht die Sprache, in der es verfasst wurde. Okay, machen wir das mal. Was haben wir denn hier noch Schönes? Sonst haben wir eigentlich nichts Besonderes. Wir gehen jetzt mal schnell hier hoch und reden mit den Wächtern. Dann haben wir das nämlich auch... Wow, Stufe 5! Nice! Wir sind Stufe 5 geworden! Das wollte ich doch nur haben. Ich kann jetzt so viele Sachen machen. Okay. Eins nach dem anderen. Blackie, beruhig dich mal. Du bist da ganz aufgeregt. 4 bis 9, 5 bis 6, 4 bis 10. Definitiv so. Und du kommst mir in die Haupthand rein. Und jetzt reden wir schnell mit den Leuten da hinten. Ich sehe nämlich, dass mein Held fast da ist. Wir haben es geschafft. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Schätze, wir werden bald mehr von euch hören, Runenkrieger. Da hast du recht. So ist den Göttern gefällt. Lebt wohl. Viel Glück und passt auf euch auf. Okay, der Quest hat fucking viel Erfahrungspunkte bekommen. Das habe ich nicht gewusst. Natürlich ist es klar, dass ich Level 5 auf der Karte hatte, so viele Erfahrungspunkte, wie ich jetzt bekommen habe. Leckrig fett. So. Dann... Übungsklinge, dann können wir vielleicht die So, wir haben hier die Priesterin. Erstmal die Priesterin auch zum Leben erwecken. Die Priesterin können wir versorgen mit dem ganzen Magier-Scheiß. 5 Charisma, 5 Weisheit. Moment. Machen wir so, sieht auch besser aus, ne, mit dem heiß. So, dann haben wir das da. Ach ja, genau, da kann man keine. Das ist natürlich so. Ihr seid es. Was wollt ihr? Das ist natürlich schön sexistisch, dass die Frauen, Was wünscht die Rune? Zu Befehl. Hier. Dass die Frauen dann keine Hosen Schnell. Tragen können. Ja, voll sexistisch. So, dann haben wir hier ein beschlagener Ringpanzer. Den trage ich, glaube ich, eh schon, oder? 16-2-2. Na, ich finde die fast besser.
So, du kannst noch Ringe tragen. Du nimmst den und den wegen der beliebigen Magieart. Jawohl. Stufe 6. Rüstungsklasse 8. Okay, besser als meine. Mhm. Vielleicht sollte ich lieber das hier nehmen, weil die Waffe ist wirklich scheiße. 2 bis 4 ist wirklich Rotz. 2 bis 5. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn ich das nehme. Ist zwar langsamer, aber nicht so, wie es geht schon. Ich glaube, das ist sinnvoller so. Genau. Machen wir es erstmal so und schauen wir mal, ob der noch irgendwas hat. Mhm, nichts Besonderes. Mir nach. Okay, meine Truppe ist jetzt ein bisschen stärker. Vielleicht schaffe ich ja den noch. Ich glaube nicht. Aber versuchen kann man es ja mal. Ah. Okay. Schnell. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, was der hat. Ich glaube, der hat auch nichts Besonderes. Nope. Okay, alles klar. Reden wir mal mit Darius nochmal. Seid gegrüßt, junger Krieger. So, könnt ihr das mit diesem Buch hier anfangen? Könnt ihr etwas mit diesem Buch? Lasst mal sehen. Talindische Gildenrunen. Recht alt, würde ich sagen. Noch aus der Zeit vor dem Zirkel. Woher stammt es? Von einem Schemen, der aus den Schächten der alten Ostmine aufgestiegen ist. Orta glaubt, es handle sich um die Geister von Utwins Expedition. So? Glaubt ihr das? Für einen alten Soldaten ist Orta gut im Bilde. In der Tat, Utwin gehörte der Talindischen Gilde an. Könnt ihr etwas davon entziffern? Dazu brauche ich mehr Zeit. Aber es scheint sich um ein Tagebuch oder etwas Ähnliches zu handeln. Hm, okay. Dann darfst du das mal schön machen. Auf dem Weg. Okay, dann versuchen wir den nächsten... Was habe ich denn jetzt bekommen? Magierschild. Okay, das ist ein bisschen heftig, das Schild. Beliebige Magie hat 8. Was willst du von mir? Okay. Ich habe auf jeden Fall eine stärkere Waffe. Ich habe jetzt eine Heilerin mit an Bord. Schnell schauen, was die macht. Dornenschild, Stufe 2 und Heilung. So, pass mal auf. Du kriegst jetzt ein Dornenschild. Und jetzt speichern wir nochmal. Denn das wird jetzt ein ziemlich heftiges Gemetzel, würde ich sagen. Und wir werden schnell. Höchstwahrscheinlich sterben. Wird sofort ausgeführt. Hier, mir nach. Kämpft, Männer! Haltet durch, Männer! Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Schließt die Reihen! Hau ihn um! Vorsicht, Gegner! Bäm! Habt ihr das gesehen? Okay, gut. Wir haben den nächsten auch noch umgehauen. Das war Stufe 15. Ich wusste, dass die ersten drei möglich waren. Ich habe es allerdings noch nie auf schwer gespielt. Aber ich wusste, dass es geht. Wow, das war echt close. ja, gut, wir können jetzt zum Spaß einfach nochmal die zwei produzieren, aber ich glaube, auf der Karte können wir nicht recht viel mehr anstellen. Okay, Level 15 Gegner gekillt, das ist nicht schlecht. Und wir können das hier machen. Dann brauche ich auch nicht mehr zur Heilerin gehen, sondern kann die direkt herlaufen, weil er wieder schnell ist. Jawohl, sehr schön. Das ist doch mal erfolgreich, wow, Level Stufe 5,5 schon. Ist es offen? Ich glaube, sonst... Ah, sie meine an. Dann könnt ihr zwei... Auf dem Weg. Gleich mal hierher gehen. Sonst dürfte hier aber nichts mehr sein. Ich schaue mir die Karten immer so, wenn ich gerade irgendwie Strecken überbrücke, immer gerne an, weil vielleicht übersieht man hier irgendwas. Man kann ja auch so drehen und so. Mit der mittleren Maustaste einfach so nach links und nach rechts... Mittlere Maustaste gedrückt halten, so machen. Nach links und nach rechts scrollen. Dann kann man so die Kamera ein bisschen schwenken. Dann kann man auch ein bisschen in andere Winkel reinschauen. Ah, ihr seid es. Berichtet mir. Habt ihr Interesse an einem weiteren Ring? Habt ihr Interesse an einem weiteren Ring? Das soll mich doch. Noch einer? Nicht, dass ich es nicht vermutet hätte. Hier, eure Entlohnung. Ein besonderes Stück aus meiner Sammlung.
Wenn das so weitergeht, wird bald Utwin selbst aus den Tiefen emporsteigen. Dann mögen die Wächter uns gnädig sein. Ist er gefährlich? Allerdings. Er war zu seiner Zeit ein angesehener Magier. Seine Studien des Dämonenreichs haben ihn mit der Magie des Feuers allzu vertraut werden lassen, berichtet man. Ja. Und hier steht Utwin. Jupp, der nächste Gegner ist schon Utwin. Und wir sind Stufe 6 geworden. Ja, okay, das ging jetzt schnell, nicht wahr? Okay, Stufe 6. Konnten wir mit Stufe 6 nicht irgendwas Besseres tragen? Ja, den Metallhelm. Genau. Okay. Gut, Utwin schaffen wir nicht. Das brauchen wir gar nicht probieren. Da brauche ich mal weiße Magie 12. Was zum Teufel, Mann? Das kann ich am Ende vom Spiel tragen. Das ist ja krank. Okay. So, was ich jetzt allerdings versuchen werde, ich versuche nochmal mit dem hier zu quatschen. Haltet auch schon auf weiteren Geistern. Ja, als letztes kommt, wie gesagt, Utwin. Das können wir noch machen. Das können wir noch... Zwei Quests können wir auf jeden Fall noch erledigen, bevor wir nach Eloni gehen. Da müssen wir aber zurück nach Graufurt. Gebrochener Schwarzeibenbogen haben wir auch schon mal. Das ist gut. Können wir mal schauen, wie viel Gold haben wir denn mittlerweile schon. War das? Hier. Wohin des Wegs? Okay, da lässt mich einfach nicht rein. Habe ich schon einen roten Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Okay, dann hilft es nichts. Dann werde ich jetzt, mal weiterziehen. Es hilft ja alles nichts. Der Part wird ein bisschen länger. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Hier ist kein... Die Truhe, glaube ich, habe ich schon, ne? Ich glaube schon. Gut, gehen wir mal nach Graufurt, Haus des Ordens. Jawohl. Ah, oh, dieser Ladebildschirm. Oh, geil. Oh, Ladebildschirm. Schön für Männer gemacht. So, dann gehen wir einmal erstmal zu Gabba. Habt ihr den Federkiel dabei? Ja, freilich, hier. Diesen wertwürdigen leuchtenden Federkiel fand ich in Lianon. Ihr Götter, ein talindischer Schreibkiel. Danke. Ihr seid wirklich ungewöhnlich. Ich traue mich kaum, euch danach zu fragen, aber... Aber was? Wisst ihr, es gibt da eine spezielle Kreide. Sie wird bei Beschwörungen und Ritualen eingesetzt. Meist wird sie von Schamanen oder Dämonologen verwendet. Mein Meister verlangt, dass ich sie ihm besorge. Doch das ist völlig unmöglich. Niemand hier stellt so etwas her. Dazu müsste ich schon einen Orkschamanen ausrauben. Die Orkschamanen, denen ich bislang begegnet bin, haben nicht lange genug gelebt, um mir etwas von ihrer Kreide zu erzählen. Aber den nächsten, den ich treffe, werde ich danach fragen. Gut, das haben wir auch erledigt. Und wir haben ein klein bisschen Erfahrungspunkte erhalten. Allerdings sind wir jetzt vom Level her schon so hoch, dass das wahrscheinlich schon nicht mehr so relevant ist. Genau, dann können wir hier den nächsten Quest auch noch machen. Wir haben hier die Werkzeuge für Seno den Zahnbrecher. Und wir sind schon Stufe 6. Das gefällt mir eigentlich. Genau. So. Hallo, Sino. Ah, ihr seid es wie... Nein, das hatten wir schon. Habt ihr denn wenigstens mein Eigentum gefunden? Ja, natürlich. Hier sind die Zangen. Sind dies die Zangen, die euch gestohlen wurden? Ja. Endlich kann ich wieder Zähne ausreißen. Ihr nehmt diesen Edelstein als Dank. Der bringt euch bei einem Händler sicher ein hübsches Sämmchen. Und wenn ihr einmal einen Eingriff nötig habt, kommt nur zu mir. Natürlich, natürlich. Ein Nebelquarz habe ich bekommen. Ja, das ist jetzt nicht so viel wert. So, dann hatten wir hier irgendwo noch den Zwerg, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, hier ist der Zwerg. Mit dem wollen wir natürlich auch noch quatschen, denn der Zwerg hatte das Bedürfnis nach Schnaps und wir haben jetzt einen Lianer Fruchtbrand gefunden. Vielleicht gibt er sich damit ja auch zufrieden. Da kommen wir immer noch nicht hin. Sag mal, habe ich euch nicht schon mal gesehen?
Ihr wolltet mir doch Schnaps bringen. Schnaps aus meiner Heimat. Na gut, Lianoner Früchtebrand ist jetzt nicht aus seiner Heimat, aber versuchen wir es mal. Ich habe hier eine Flasche Lianoner Früchtebrand. Bleibt mir mit dieser Blöre vom Leib. Ich sagte Schnaps aus meiner Heimat. Ja, er ist ein, er ist ein Feinschmecker, sagen wir jetzt mal so. Ich sag's jetzt mal nett, er ist ein Feinschmecker und begibt sich nicht mit jeder Blöre. Da bin ich aber auch nicht anders. Wenn ich ein Bier nicht mag, dann trinke ich das auch nicht. Okay. Hier hatten wir irgendwo noch einen Händler, mit dem ich handeln wollte, denn ich glaube, hier gab es vielleicht irgendwo eine bessere Menschenrune. Und da möchte ich jetzt mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Gut, ich brauche wie gesagt nur Runen. Was ich dem allerdings geben kann, ist 16 Silber, ist auch ein bisschen was. So, da haben wir was. Nein. Schade. Wo war denn das? Gut, dann habe ich mich vielleicht geirrt. Vielleicht gab es das hier gar nicht. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir weiterkommen. Wir haben jetzt genug Nebenquests und so weiter gemacht. Wir haben jetzt ziemlich viel... wir können auch noch gar nichts mehr machen. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist theoretisch Udwin umklatschen. Aber ich wollte gar nicht mit dir reden, Pisser. Aber Udwin ist jetzt nicht so leicht, um zu klatschen. Nicht so leicht, nein. Udwin ist eine ziemlich heftige Sau. Den schaffen wir natürlich nicht ohne weiteres. So, in der Zwischenzeit kann ich allerdings hier ein bisschen looten und plündern. Vielleicht ist hier noch irgendwas Schönes dabei. Das habe ich schon alles. Da kommen wir noch nicht durch. Ansonsten habe ich nichts. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, looten wir einfach das. Und jetzt sind wir eh schon am Ende dieses Parts, denn ich werde jetzt noch nicht die Karte wechseln. Das mache ich erst im nächsten Part und auch erst in der nächsten Aufnahmesession, denn die zweite Aufnahmesession endet hier mit nur zwei Parts. Genau. Was ich allerdings noch ansprechen wollte, und zwar, ich habe ja im ersten, auf der ersten Map habe ich ja dieses Spielbeschleunigen gemacht. Ich wollte euch fragen, bevor ich diesen Part beende und ich den nächsten Part, wenn ich komme, habe ich wieder eine Echtschild-Strategie-Map. Deswegen wollte ich fragen, ist es euch recht, wenn ich es beschleunige oder soll ich lieber lange Passagen komplett rausschneiden? Ihr habt die Möglichkeit, in den Kommentaren zu reagieren. Je nachdem, was ihr sagen werdet, werde ich euren Wunsch erfüllen und das machen, was ihr wollt. Wenn gar nichts geschrieben wird, werde ich einfach so weitermachen, wie ich will. Genau. Das heißt, das war's von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.